Before we get into that, stay up to date with everything Iconic by following us on all of our social media. Don't forget to subscribe to the channel and like our videos. To support us, you can go to patreon.com/theiconicpodcast and make a monthly pledge. You can also go to theiconiclabel.com and purchase a hoodie, a hat, or a t-shirt. So let's get back to it. What is the Arcanum Arcanorum? Well, it is said to be the mystery. Was ist das Arcanum Arcanorum? Nun, man sagt, es sei das Geheimnis der Geheimnisse, genauer gesagt das eine ultimative Geheimnis, das hinter aller Astrologie, Alchemie und Magie liegen soll. In En Route to Global Occupation von Gary Carver, Albert Pike aus Morals and Dogma auf Seite 107 zitiert, die Eingeweihten dachten im 18. Jahrhundert, dass ihre Zeit gekommen sei, einige, um eine neue Hierarchie zu gründen, andere, um alle Autorität zu stürzen, um die gesamte soziale Ordnung auf die Ebene der Gleichheit zu drücken. Zu diesem Zweck wurde eine neue ultrageheime Gesellschaft gegründet, die in ihren Rängen Mitglieder aus den höchsten Graden des Freimaurerordens aufnahm. Dieser Orden in einem Orden sollte später als die Illuminaten bekannt werden. Oder wie in Moral und Dogma, wo Pike sagt, die Freimaurerei, wie alle Religionen, alle Mysterien, die Hermetik und die Alchemie, verbirgt ihre Geheimnisse vor allen außer den Adepten und Weisen oder den Auserwählten und bedient sich falscher Erklärungen und falscher Darstellungen ihrer Symbole, um diejenigen in die Irre zu führen, die es nur verdienen, in die Irre geführt zu werden, um die Wahrheit, die sie Licht nennt, vor ihnen zu verbergen und sie von ihr wegzulocken. Auf Seite 132 sagt er, die heilige Kabbala oder die Überlieferung der Kinder Seths wurde von Abraham aus Chaldea mitgebracht, von Joseph der ägyptischen Priesterschaft gelehrt, von Moses wiedergewonnen und geläutert, in der Bibel unter Symbolen verborgen, vom Erlöser dem heiligen Johannes offenbart und in der Apokalypse dieses Apostels unter hieratischen Figuren, die denen des gesamten Altertums entsprechen, vollständig enthalten. Mandy Hall sagt in Die geheime Lehre aller Zeitalter auf Seite 763, die Arkana der alten Mysterien wurde dem Profanen nie offenbart, außer durch die Mittel der Symbole. Der Symbolismus erfüllte die doppelte Aufgabe, die heiligen Wahrheiten vor den Uneingeweihten zu verbergen und sie denjenigen zu offenbaren, die qualifiziert sind, die Symbole zu verstehen. Formen sind die Symbole der formlosen göttlichen Prinzipien. Der Symbolismus ist die Sprache der Natur. Mit Ehrfurcht durchdringen die Weisen den Schleier und betrachten mit klarerer Sicht die Wirklichkeit, aber die Unwissenden, unfähig, zwischen Falschem und Wahrem zu unterscheiden, sehen ein Universum der Symbole. Weiter unten sagt er, sie erkennen, dass Nationen kommen und gehen, dass Reiche aufsteigen und fallen und dass auf die goldenen Zeitalter der Kunst, der Wissenschaft und des Idealismus die dunklen Zeitalter des Aberglaubens folgen. Mit den Bedürfnissen der Nachwelt im Hinterkopf gingen die alten Weisen bis zu unvorstellbaren Extremen, um sicherzustellen, dass ihr Wissen erhalten bleibt. Sie gravierten es in das Gesicht von Bergen und verbargen es mit den Maßen kolossaler Bilder, von denen jedes ein geometrisches Wunder war. Warum tun sie das alles? Nun, auf Seite 142 erhalten wir die Antwort. So verbirgt die Freimaurerei eifersüchtig ihre Geheimnisse und führt eingebildete Ausleger absichtlich in die Irre. Seite 112, weil die gemeine Masse eines solchen Wissens nicht würdig ist, heißt es, in der Tat, was kann es zwischen der gemeinen Masse und der erhabenen Weisheit geben? Die Wahrheit muss geheim gehalten werden, und die Massen brauchen eine Lehre, die ihrer unvollkommenen Vernunft angemessen ist. Auf Seite 302 sagt er, deshalb hatten die Weisen immer ein esoterisches Glaubensbekenntnis, das nur die Mysterien und das Unbekannte für das gemeine Volk lehrte. Kein Weiser, weder in seinem Land noch in Griechenland oder Rom, glaubte an das volkstümliche Glaubensbekenntnis. Für sie waren die Götter und die Göttergötter Symbole der großen und geheimnisvollen Wahrheiten. Auf Seite 305 sagt er, bevor unsere Zeitrechnung die meisten Priester nach Griechenland und anderswo zerstreute, brachten sie ihre Wissenschaften mit sich, die sie weiterhin rätselhaft lehrten, das heißt, stets in die Unklarheiten von Fabeln und Hieroglyphen gehüllt, damit der gemeine Hörer, sehend nichts sehen und hörend nichts begreifen konnte. Seite 638 sagt er, die Wahrheit wurde vor dem gemeinen Volk wie mit einem Schleier verhüllt und die Mysterien wurden in alle Länder getragen, damit, ohne den Volksglauben zu stören, die Wahrheit, die Künste und die Wissenschaften denen bekannt würden, die fähig waren, sie zu verstehen und die wahre Lehre unversehrt zu bewahren, wozu das Volk, das zum Aberglauben und Götzendienst neigt, seit jeher nicht imstande war. Wer ist also der Gott derjenigen, die diese Mysterien verfolgen, die diese Politik der zwei Lehren aufrechterhalten? Die äußere Lehre ist der Gott des Pantheismus und die innere Kernlehre ist die Lehre des Luziferianismus.
In seinem Buch Auf dem Weg zur globalen Besetzung sagt Gary Carr auf Seite 69, die Religion des neuen Zeitalters ist, einfach ausgedrückt, der Pantheismus, der Glaube, dass Gott die Summe von allem ist, was existiert. Den Pantheisten zufolge gibt es keinen persönlichen Gott, stattdessen besteht ihre Vorstellung von Gott aus dem, was sie als Gotteskraft oder Lebenskraft bezeichnen. Sie lehren, dass diese Energie oder Gotteskraft durch alle lebenden Dinge fließt, Pflanzen, Tiere und Menschen. Da diese Gotteskraft durch uns alle fließt, sind wir ihrer Meinung nach Götter oder zumindest ein Teil von Gott. Aufgrund dieses Glaubens unterstützen die meisten Pantheisten automatisch das Konzept einer Eine-Welt-Regierung, da die globale Einheit für den ordnungsgemäßen Fluss der Gotteskraft unerlässlich ist. Die Menschheit wird dann vermutlich einen Quantensprung auf eine höhere Existenzebene machen. Das Ergebnis wird sein, dass alle Menschen plötzlich mystische Kräfte erhalten, um das zu tun, was sie vorher nicht tun konnten. Ein neues Zeitalter der Erleuchtung, eine neue Weltordnung wird geboren. Warum also Pantheismus? Harmonisierung, wie Albert Pike in Moral und Dogma, Seite 849, schreibt, dies ist der Mittelweg zwischen den beiden Lehren, dem Pantheismus, oder dass alles Gott ist und Gott in allem ist und alles ist, auf der einen Seite, und dem Atheismus, oder dass alles Natur ist und es keinen anderen Gott gibt, auf der anderen Seite. Welche Lehren schließlich, wenn man sie auf ihre einfachsten Begriffe reduziert, dieselben zu sein scheinen? Da der Pantheismus alle Religionen umfasst, können sie alle Götter, Göttinnen oder gar keine Götter bejahen, denn die Verwendung des Oberbegriffs Gott kann auch nur die Gotteskraft oder die Naturkräfte meinen, und so gefällt es den Religiösen und den Nicht-Religiösen gleichzeitig. Zurück zu En Route to Global Occupation von Gary Carr. Seite 73, er sagt, der Pantheismus hat seinen Ursprung in der antiken Stadt Babylon in Mesopotamien und verbreitete sich von dort aus rasch in alle Richtungen, um das Gesicht der Erde zu bedecken. Der Hinduismus ist einer der Ableger des ursprünglichen babylonischen Pantheismus, und der Buddhismus ist ein Ableger des Hinduismus. Alle heutigen östlichen Religionen lassen sich letztlich auf das alte Babylon zurückführen, wo die Rebellion gegen Gott nach der Sintflut begann. Das Volk Israel war vollständig von diesen okkulten Gesellschaften umgeben. Im Süden befanden sich die arabischen Mysterien, im Osten die babylonischen bzw. persischen Mysterien, die als die Mysterien von Semiramis und die mithraischen Mysterien oder der Zoroastrismus bekannt waren. Im Norden waren die assyrischen und phönizischen Mysterien, einschließlich der Baalsanbetung, und später die Mysterien Griechenlands und Roms, die als die Mysterien von Eleusis, Dionysos, Bacchus und so weiter bezeichnet werden. Auf Seite 74 sagt er, alle antiken Mysterien zum Beispiel hatten eine okkulte Priesterschaft, die das Land oder Reich in Verbindung mit einem ernannten Priesterkönig regierte. Um in die Priesterschaft einzutreten, musste man immer eine Reihe von geheimen okkulten Ritualen und Einweihungen durchlaufen. Wenn ein Eingeweihter eine hohe Stufe oder einen inneren Kreis der Priesterschaft erreichte, wurde die Geheimlehre offenbart. Sie beinhaltete immer die Anbetung Luzifers oder, was häufiger der Fall ist, die Geheimnisse des Gottes des Hades oder des Gottes der Unterwelt, der gewöhnlich durch eine Schlange oder einen Drachen symbolisiert wird. In den Mysterien gab es eine Technik, die verwendet wurde, um veränderte Bewusstseinszustände zu erreichen, die es der Hierarchie erlaubten, den Menschen ihre Pläne mitzuteilen. Diese Techniken wurden nur der am meisten eingeweihten inneren Kerngruppe offenbart. Gary Carr fährt fort. Die Techniken zur Erreichung dieser Zustände waren einst die tiefsten, am besten gehüteten Geheimnisse der hohen Priester. Später wurden sie von Geheimgesellschaften am Leben erhalten und weitergeführt. Innerhalb der letzten Generation haben es dieselben Techniken oder Abwandlungen dieser Techniken jedoch in den Mainstream der westlichen Gesellschaft geschafft. Die dämonischen Geister, mit denen diese Priester kommunizierten, wurden zu den Göttern und Göttinnen der mystischen Religionen. Die theosophische Gesellschaft stand traditionell an der Spitze der Bewegung und spielte eine wichtige Rolle bei der Konditionierung der Menschheit zur Akzeptanz der neuen Weltordnung. Die Organisation hat viele der vielgelesenen okkulten Klassiker wie das Schicksal der Völker, die Wiedererscheinung des Christus, Jüngerschaft des neuen Zeitalters, die Geheimlehre, geschrieben von der Gründerin der Gesellschaft, hervorgebracht, Helena Petrova Blavatsky. In der gesamten Geschichte der Geheimgesellschaften werden diese Ideen in einer Politik der zwei Doktrinen weitergeführt, wobei es die äußeren Doktrinen für die Massen und die inneren Kerndoktrinen für die Adepten gibt.
Und so ist die äußere Doktrin, die den Massen gelehrt wird, der universelle Gott des Pantheismus. Da die New Age-Bewegung die Religion der neuen Weltordnung ist und die äußere Doktrin der Pantheismus ist, wissen wir, dass sie eine geheime Doktrin haben, und so stellt sich die Frage, was ist diese geheime Doktrin? And like our videos. To support us, you can go to patreon.com/theiconicpodcast and make a monthly pledge. You can also go to theiconiclabel.com. Lasst uns zum Thema zurückkehren. Was ist die Geheimdoktrin? Nun, die Geheimdoktrin ist die Anbetung Luzifers. Und das System, das aufgebaut wird, ist eine neue Weltordnung zum Wohle der Gesellschaft. Eigentlich der Aufbau und die Wiederherstellung von Luzifers Reich hier auf der Erde. Erinnern wir uns an das, was er auf Seite 74 sagt. Alle alten Mysterien hatten zum Beispiel eine okkulte Priesterschaft, die das Land oder ein Reich in Verbindung mit einem ernannten Priesterkönig regierte. Um in die Priesterschaft einzutreten, musste man immer eine Reihe von geheimen okkulten Ritualen und Initiationen durchlaufen. Wenn der Eingeweihte die höchste Stufe oder den inneren Kreis der Priesterschaft erreicht hatte, wurde die Geheimlehre offenbart. Sie beinhaltete immer die Anbetung Luzifers, der häufiger als das Geheimnis des Gottes des Hades oder des Gottes der Unterwelt bezeichnet wird und gewöhnlich durch die Schlange oder den Drachen symbolisiert wird. Auf Seite 76 von Die Geheimlehre bezieht sich Blavatsky auf Luzifers Zustände. Satan ist der Engel, der stolz genug war, sich für Gott zu halten. Mutig genug, seine Unabhängigkeit mit dem Preis ewigen Leidens und ewiger Folter zu erkaufen. Schön genug, um sich mit dem vollen göttlichen Licht zu schmücken. Stark genug, um noch immer in der Finsternis inmitten der Agonie zu herrschen und sich aus dem unauslöschlichen Scheiterhaufen einen Thron zu machen. Der Fürst der Anarchie, der von einer Hierarchie reiner Geister bedient wird. Man beachte, dass hier wieder die Hierarchie erwähnt wird, diese Hierarchien der reinen Geister. Wie oben, so unten. Blavatsky ist nicht die einzige, die enthüllt, dass die Geheimlehre der Mysterien Luziferianismus ist. Während Mandy Hall in die verlorenen Schlüssel der Freimaurerei und das Geheimnis des Harem Abif Seite 48 sagt, wenn der Meisterfreimaurer lernt, dass der Schlüssel zum Krieger auf dem Block die richtige Anwendung des Dynamos der Kraft ist, hat er das Geheimnis seines Handwerks gelernt. Die brodelnden Energien Luzifers sind in seinen Händen, und bevor er vorwärts und aufwärts schreiten kann, muss er seine Fähigkeit beweisen, die Energie richtig anzuwenden. Again confirmed when she decided to publish a magazine entitled Lucifer, which was in circulation for a short time before succumbing to public pressure and shutting down for press. Zurück zu En route to global occupation. Gary Carr sagt auf Seite 77, ihre, das heißt Blavatskys, Position wurde erneut bestätigt, als sie beschloss, eine Zeitschrift mit dem Titel Lucifer herauszugeben, die eine kurze Zeit lang im Umlauf war, bevor sie dem öffentlichen Druck nachgab und eingestellt wurde. Aufgrund der öffentlichen Empörung wurde der Name jedoch bald in Lucas Press geändert. Bis vor einigen Jahren hatte Lucas Trust, die Mutterorganisation, passenderweise ihren Sitz am 666 United Nations Plaza in New York. Sie hat über 6000 Mitglieder und gehört zu den vielen Stiftungen, die die Eine Weltbewegung unterstützen. Einige der mächtigsten New Age-Organisationen, wie Lucas Trust und World Union, sind gut mit den politischen Eine-Welt-Gesellschaften verbunden und fließen direkt in die World Constitution and Parliament Association ein, die Organisation, die mit der Aufgabe betraut ist, die neue Weltordnung zu verwirklichen. Die World Constitution and Parliament Association oder WCPA wurde 1959 in Lakewood, Colorado, in der Nähe von Denver gegründet. Auf Seite 78, auf der dritten Sitzung im Jahr 1987 wurden ein provisorisches Weltpräsidium, ein stellvertretender Exekutivausschuss und ein kommunistisches Land, ein Weltkabinett, ernannt, die als Äquivalent einer Exekutive für die entstehende Weltregierung dienen sollten. Zusätzlich zu diesen Aktivitäten hat die WCPA Zeit gefunden, den Entwurf einer Weltverfassung zu beaufsichtigen und Lobbyarbeit zu betreiben, damit diese Verfassung von den nationalen Parlamenten und Regierungen ratifiziert wird, von denen viele bereits von Mitgliedern derselben Gruppen dominiert oder stark beeinflusst werden. Die endgültige Ratifizierungskampagne wurde im Frühjahr 1991 auf der Sitzung der verfassungsgebenden Weltversammlung in Portugal offiziell eingeleitet. Weiter unten heißt es, der Plan der WCPA, der eine Weltregierung mit 10 Regionen vorsieht, ist direkt aus dem Handbuch des Club of Rome übernommen worden. Zum Beispiel gehört zu den Plänen der WCPA ein Vorschlag für die Forderung nach einem neuen internationalen Währungssystem, das als neue Weltwirtschaftsordnung bezeichnet
verwendet wird, die exakte Formulierung, die der Club of Rome verwendet, um dasselbe zu beschreiben. Die WCPA verwendet auch die Umwelt als Hauptargument, warum eine Weltregierung erforderlich ist, ähnlich wie die Strategien und Vorschläge des Club of Rome. Auf Seite 64 sagt er, nur Amerika mit seinen enormen Ressourcen war in der Lage, die letzten Teile für ein globales System zusammenzufügen. Es waren die in New York ansässigen internationalen Banken und amerikanischen Computerfirmen, die diese Automatisierung und Zentralisierung des globalen Bankwesens möglich machten. Und es waren unsere Telekommunikationsfirmen, die die Satelliten bauten, die zur Durchsetzung eines globalen Regierungssystems benötigt wurden. Nur Amerika war in der Lage, den wirtschaftlichen Reichtum zu produzieren, der für einen Superkapitalisten notwendig war, um die Welt zu kaufen. Viele Länder, die über den enormen Reichtum der Vereinigten Staaten informiert sind, sind reich geworden und wurden zu treuen Verbündeten des Establishments, das dies möglich gemacht hat. Als Ergebnis dieses Reichtums ist Englisch die Geschäftssprache der Welt geworden, und der US-Dollar ist das, was einer Weltwährung am nächsten kommt. Wie Christopher Hyatt in seinem Buch Undoing Yourself mit energetisierter Meditation, Seite 86 sagt, das neue Zeitalter wird einen neuen Menschen erfordern, Menschen mit höherem Bewusstsein und Stärke. Alle unsere gegenwärtigen Dogma-Modelle werden vor der Vision eines unsterblichen Menschen, der an der Schwelle steht, zerbröckeln. Aber die Natur duldet keinen starren schleppenden Fuß mehr. Und der erste Schritt ist, damit zu beginnen, sich selbst jetzt loszulösen. But nature will no longer tolerate a rigid dragging foot. And the first step is to begin to undo yourself. Auf Seite 307 sagt er, es scheint, als ob jede Sekunde mehr und mehr heilig wird, während wir immer näher an die wohlgeplante und lang erwartete Heraufbeschwörung des Premierministers zum eigentlichen König der Hölle heranrücken, dem großen Stellvertreter von Lucifer, Lucifuge Rofokel. For this new coming consciousness, we have to understand what the elite think about this sort of thing. In ihrem Buch Erziehung im neuen Zeitalter sagt Alice Bailey auf Seite 111, für viele von euch zum Beispiel war der Weltkrieg eine höchste Katastrophe, eine Agonie, die um jeden Preis in der Zukunft abgewendet werden musste, ein schreckliches und furchtbares Ereignis, das die Boshaftigkeit der Menschen und die unglaubliche stumpfe Gleichgültigkeit Gottes zeigte. Ein heftiger Streptokokkenkeim und eine Infektion hatten das Leben der Menschheit bedroht, um in Symbolen zu sprechen, und eine Operation wurde durchgeführt, um die Möglichkeit zu verlängern, das Leben zu retten, nicht um die Form zu retten. Der Keim ist freilich nicht ausgerottet und macht sich an infizierten Stellen im Körper der Menschheit bemerkbar. Seite 112 sagt sie, eine weitere chirurgische Operation kann notwendig sein, nicht um die gegenwärtige Zivilisation zu zerstören und zu beenden, sondern um die Infektion zu zerstreuen und das Fieber loszuwerden. Lasst uns nie vergessen, dass eine Form sich als unzureichend oder zu krank oder zu verkrüppelt für den Ausdruck dieses Ziels erweist. Es ist vom Standpunkt der Hierarchie aus keine Katastrophe, wenn diese Form gehen muss. Der Tod ist keine Katastrophe, die man fürchten muss. Das Werk des Zerstörers ist nicht wirklich grausam oder unerwünscht. Ich sage dies zu euch, die ihr selbst auf dem Strahl der Liebe seid und seine Bedeutung kennt. Deshalb wird von den Hütern des Plans viel Zerstörung zugelassen und viel Böses in Gutes verwandelt, weil das Ende von Anfang an gesehen wird und das Bewusstsein reif genug und erfahren genug ist, um die Form wegen der zu gewinnenden Sinnesvorteile aufzugeben. Das gilt für Individuen, für Nationen und für Rassen. Das klingt, als wäre sie nicht nur für Weltkriege, sondern auch für die Auslöschung der Schwächeren unter uns. Das klingt sehr nach Aleister Crowley, der in seinem Buch Das Buch des Gesetzes auf Seite 7 sagt, wir haben nichts mit den Ausgestoßenen und den Untauglichen. Lasst sie in ihrem Elend sterben, denn sie fühlen nicht. Mitleid ist das Laster der Könige, tritt den Elenden in die Schwachen, das ist das Gesetz der Starken. Das ist unser Gesetz und die Freude der Welt. Das sagt er auch in dem Buch Magic auf Seite 54, es gibt eine magische Operation von höchster Bedeutung. Die Einleitung eines neuen Äons.
Wenn es notwendig wird, ein Wort zu sprechen, muss der ganze Planet in Blut gebadet werden. Bevor der Mensch bereit ist, das Gesetz des Thelema anzunehmen, muss der große Krieg geführt werden. Dieses blutige Opfer ist der kritische Punkt der Weltzeremonie der Proklamation von Horus, dem gekrönten und siegreichen Kind, als Herr des Äons. Wenn man versteht, was Crowley sagt, dann hat er recht. Die Anbetung der Sonne ist die vorherrschende Religion auf der Erde und all ihre verschiedenen Formen. Die Anbetung der Sonne ist satanisch, und Satan will sein Pfund Fleisch. Wie will er es also bekommen? Indem er die ganze Welt durch Täuschung und Geheimniskrämerei täuscht, durch Frieden und Politik, indem er die ganze Welt unter seiner Herrschaft vereint, und zwar durch ein vermeintlich uraltes okkultes Wissen, das von den Adepten und Weisen überliefert wurde und von einer uralten okkulten Priesterschaft bewahrt wurde, die das Wissen nutzte, um den nächsten König auszuwählen, der über einen eingeweihten Körper herrscht. Oder von Mitgliedern der neuen aufgeklärten Gesellschaft, die zusammenarbeiteten, um eine neue Weltordnung herbeizuführen, die derzeit die Nationen unter dem Banner der Vereinten Nationen vereint, die der wiederhergestellte Turm von Babel ist. Um sich einen Namen zu machen, ein Abbild ihres Gottes Luzifer, aber das ist nur ein winziger Bruchteil der Geschichte.